Hallo, ich bin Hanna-Louise und ich zeige dir heute, wie man einen einfachen Bleistiftrock näht. Und zwar habe ich hier ein Beispiel. Das ist aus meiner Kollektion hier mit einem Seitenstreifen. Und ich zeige dir heute einfach, wie man den Schnitt näht und wie man da vorgeht. Und auf meinem Online-Shop könnt ihr das Schnittmuster Stina hier auf DIN A4 Papier ausdrucken und dann müsst ihr das nur noch entlang den Linien, also nach eurer Größe, ausschneiden und einfach nur ein paar Blätter zusammenkleben und fertig ist euer Schnitt. Und für meinen Rock habe ich folgende Stoffe ausgesucht. Und zwar habe ich hier ein wunderschönes Bündchenstoff. Das ist, ich liebe vor allem Bündchen, weil das sehr schön ist in dieser Struktur, die von unten nach oben verläuft. Und das nehme ich hier für mein Hauptteil. Und für den Seitenstreifen am Rock, hier habe ich den Schnitt. Dafür verwende ich hier diesen wunderschönen glitzernden Lederimitat. Der passt super dazu. Und ich bin echt gespannt, wie das dann aussieht. Jetzt mit dem Streifen, also ich habe zwei Streifen hier, die habe ich zugeschnitten und die verbinde ich jetzt an den Seiten von meinem Rock hier, am besten mit Klammern, weil bei Lederimitaten kann man keine Nadeln verwenden. Deshalb verbinde ich das alles bis oben hin. Hier brauche ich noch ein paar Nadeln. Hier habe ich noch jede Menge. Ich muss mal wieder welche kaufen. Die gehen immer so schnell aus. Und das verbinde ich bis oben hin. So. Und jetzt wird hier mit einer Steppnaht 1 cm neben der Kante entlang gesteppt. Und das gleiche mache ich hier auf der anderen Seite auch. Einem Schlauch geschlossen. Also hier ist die Oberseite und das hier ist unten. Und ihr kennt ja hier meine super schicken Seitenstreifen, die ich hier eingenäht habe. Die glänzen so schön. Und jetzt werde ich euch als nächstes zeigen, wie man oben das Bündchen einnäht und so eine schöne Passform bekommt. Für den Taillenbund nehmt ihr dieses Schnittmuster Nummer 2 und schneidet es einfach zweimal mit einer 1 cm langen Naht zur Garbe aus. Den Taillenbund habt ihr jetzt zweimal zugeschnitten, einmal für innen und einmal für außen. Diese zwei Bänder, die schließt ihr jetzt jeweils hier zu einem Kreis mit einer einfachen Steppnaht hier entlang und versäubert es einmal. Band, eines von denen verbindet ihr jetzt mit dem Rock und zwar entlang der Taille, dazu nehmt ihr die Nadeln und bindet es hier rechts auf rechts entlang der ganzen Taille. Ihr könnt auch das Taillenband auch ein bisschen dehnen, da das etwas kleiner ist als der Taillenumfang. So sitzt der Rock dann etwas besser am Körper und steht dann nicht ab.
ihr hier jetzt den Taillenbund, den ersten, festgenäht habt, dann kommt der zweite Taillenbund dran. Den befestigt ihr rechts auf rechts am Rock, an dem ersten Taillenbund. So, am besten mit Nadeln wieder. Und als nächstes steppt ihr mit einem Dreifach-Gradstich entlang der Kante und befestigt so das zweite Taillenbund. Wenn ihr den zweiten Bund jetzt angenäht habt, dann versäubert ihr einfach hier diese Kante und innen drin die Kante. Und jetzt wird das alles hier umgedreht auf die linke Seite. Und jetzt steckt ihr diese äußere Kante nach innen, also das wird nach oben gefaltet und steckt das so hier fest. So, dass es überall genau so aussieht. Das hier auch festgesteckt. Jetzt näht ihr mit einem Zickzackstich hier seitlich entlang neben dem Bruch entlang der ganzen Taille. Sieht dann so aus. Und ihr müsst unbedingt darauf achten, dass ihr nicht den Bund hier dehnt. Das darf nicht gedehnt werden. Also einfach schön gerade unter dem Nähfuß. Fertig genäht habt, dann bügelt ihr einfach nur noch drüber, damit das schön glatt ist. Und zum Schluss kommt hier die untere Bundkante, die klappt ihr einfach zweimal nach innen und steppt mit 4 mm 1 cm neben der Kante. Und hier könnt ihr noch meine untere Saumkante erkennen und ihr müsst unbedingt darauf achten, dass ihr bloß nicht den Stoff dehnt, wenn ihr da drüber steppt, weil sonst habt ihr unschöne Wellen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr Fragen habt oder einen Kommentar dazu, könnt ihr gerne unter meinem Video einfach was reinschreiben. Ich versuche, eure Frage so schnell wie möglich zu beantworten und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben.